Konnichiwa Anime und Game Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Gravity Rush 2. Wir lesen, also wir schreiben jetzt im Tagebuch rein, gehen ins Bett und dann wird sich die Zeit wiederholen. Wofür dieser Schlüssel wohl gut ist? Ich weiß es nicht. Wir müssen es herausfinden, wofür dieser Schlüssel ist, der auf einmal mysteriös auf dieser Fensterbank lag. Guten Morgen, Königin. Die Audienz. Oh, ja. Wisst ihr, wozu der gehört? Leider nein. Das Fenster war offen, da dachte ich, er sei von dort hineingefallen. Das Fenster war offen? König Kai hat befohlen, dass es geschlossen bleiben soll. Er wollte nicht, dass die Zugluft eurem Zustand verschlimmert. Von jetzt an werde ich noch mehr darauf achten, dass es geschlossen ist. Damit wäre das Thema Frischluft wohl erledigt. Was ist denn da auf dem Boden? Sieht aus wie die Seite aus einem Buch. Der Wind muss sie aus dem Bücherregal geweht haben. Ich frage mich, was da drauf steht. Darf ich mal sehen? Natürlich, aber solltet ihr euch nicht auf eure Audienz... Ja, das werde ich. Lasst mich bitte allein. Okay, mal sehen, was hier steht. Das ergibt ohne weiteren Kontext keinen Sinn. Sie müssen aus einem der Bücher im Regal stammen. Du verpisst dich jetzt aus meinem Zimmer. Ich will hier nämlich meine Ruhe haben. Oh Mann. Dieses Buch habe ich während der Audienz erhalten. Dies ist die Geschichte des kleinen Mädchens aus dem kleinen Turm. Da sie dort gefangen war, hatte sie viel Zeit zum Nachdenken. Sie wollte nichts mehr als ihre Freiheit. Sie träumte von der Welt jenseits der Gitter ihres Fensters. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wow, sie hat sich ganz allein aus dem Turm befreit. Wie mutig von ihr. Ich könnte das nicht. Was wohl als nächstes passiert? Och, sie stirbt? Obwohl ihr der Turm die ganze Zeit wie ein Gefängnis vorkam, beschützte er sie doch vor der grausamen Welt vor ihrem Fenster. Alter, das ist so manipulativ. Trotzdem glaube ich, dass es für sie besser war, in Freiheit zu sterben als im Turm. Sie war so bestimmt glücklicher. Der Typ hat uns das Buch gegeben, um uns Angst zu machen. Der macht uns Angst. Die wollen nicht, dass wir aus diesem Zimmer rauskommen. Sie wollen nicht, dass wir im Schloss herumlaufen. Sie wollen nicht, dass wir irgendwo sonst hingehen. Wir sollen hier in diesem Zimmer verrecken, Audienzen machen und das war's. Irgendwas machen die, irgendwas planen die. Das ist ja nicht deren Ernst jetzt. Krasse Scheiße. In diesem Buch fehlt eine Seite. Und noch eine, und noch eine. Das kann doch kein Zufall sein. Sie wurden sauber herausgetrennt. Wer würde so etwas denn tun? Ich nicht. Nee, okay. Das haben wir schon. Vielleicht hier nochmal gucken. Moment, wahrscheinlich gehört die lose Seite zum Tagebuch. Das passt. Jetzt kann ich lesen, was geschah. Mal sehen. Ich hörte während der Audienz heute eine Geschichte. Ich bekam die Spieluhr, die ich als Kind hatte, ehe ich Königin wurde. Sie gehörte meiner Großmutter, die sie spielen ließ, wenn sie mir abends vorlas. Ich lauschte ihr immer, wenn ich meine Großmutter und meine Eltern vermisse. Ich sollte sie sicher in die Schublade einschließen. Eine Spieluhr? Moment, das war doch eine Schublade im Tisch. Ob die Spieluhr noch immer darin liegt? Wie viele Könige oder Königinnen hier schon in diesem Zimmer verendet sind, einfach nur... Ich weiß nicht, ob die alle so leiden und wie Cat. Warum sehe ich nur genauso aus wie vor 100 Jahren? Und wo war ich die ganze Zeit? Wie kam ich zurück? Ich habe das Gefühl, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe. Etwas sehr Wichtiges. Deine Mission und du hast deine Freundin Raven vergessen. Und das ist sehr, sehr schlimm. Wir müssen unbedingt unsere Erinnerung wiederkriegen. Die haben die uns genommen. Hundertprozentig haben die uns unsere Erinnerung genommen. Oh, weia. Wo soll jetzt die Spieluhr sein? Die ist verschlossen. Ich frage mich, ob der Schlüssel passt. Hier also. Sie ist offen. Und es liegt tatsächlich eine Spieluhr darin. Aber sie scheint kaputt zu sein. Ich werde sie fürs Erste auf den Tisch stellen. Ich würde sie nicht auf den Tisch stellen. Vielleicht verschwindet die dann auf einmal. Ich habe doch schon mal eine Spieluhr gehört. Wo kam die Melodie denn her? Ich glaube, irgendjemand versucht uns einen Hinweis zu geben. Irgendjemand möchte, dass wir hier aufwachen, dass wir unsere Erinnerung wiederbekommen, dass wir wissen, warum wir hier sind eigentlich und nicht hier. Ich weiß es nicht, das ist so... Die manipulieren uns ohne Ende. Vor allen Dingen das Buch ist ja schon die Krönung, ne? Sie ging raus aus dem Turm und starb. Natürlich. Wenn man raus aus seinem Zimmer geht, stirbt man. Na klar. Was für eine Angstmacherei. Die
wollen ihr echt Angst machen, dass sie bloß nicht rausgeht, weil sie dann ja sonst sterben könnte. Weil, was weiß ich, dann fällt ihr eine Schneeflocke auf den Kopf und dann ist sie weg vom Fenster. Was weiß ich, für Müll. Maya. Ihr wirkt gelangweilt, Königin Alua. Siri. Das bin ich. Jeder Tag ist gleich. Wenn ihr Ablenkung braucht, wie wäre es mit einem Haustier, einem Hund oder einem Kätzchen? Oh. Wenn ich wählen müsste, würde ich das Kätzchen nehmen. Ich mag Katzen irgendwie lieber. Sie sind unberechenbar und machen immer das, was sie wollen. Wahrscheinlich mag ich sie so gern, weil ich so selbst bin. Habt ihr schon mal eine Katze gehabt? Ich erinnere mich nicht, aber ich glaube ja. Ich würde euch gerne ein Kätzchen schenken, wenn ihr das möchtet. Antor? Nein, lieber nicht, aber danke. Ich bin nicht sicher, ob es gut bei mir aufgehoben wäre. Verstehe, Majestät. Ich erinnere mich kaum, aber ich habe das Gefühl, als hätte ich eine Katze gehabt. Dusty! Du hast eine! Wo ist Dusty? Wo ist Raven? Wo ist Cat? Cat, hallo? Nicht was, Cat sitzt ja da, aber Königin Alua heißt sie ja jetzt. Und oh ja. Hast du Cicero in der letzten Zeit gesehen? Ihm wird doch nichts passiert sein. Cicero wird sicher sehr beschäftigt sein. Er ist immerhin Senatskanzler. Wie lange ist er schon Kanzler? Ich glaube, er hat den Posten kurz nach eurem Verschwinden übernommen. Wirklich? Das ist ja ein sehr krasser Zufall, dass wir verschwinden und er auf einmal Senatskanzler wird, ne? Also würde ich sagen, fast 100 Jahre lang. Angeblich war er schon damals ein äußerst kluger Politiker, schon als junger Mann. Ja, wahrscheinlich ein sehr kluger, hinterlistiger Penner. Eigentlich gab es nur einen Rivalen, den er fürchten musste. Seinen Freund, oh, wie war noch sein Name? Tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern, aber er sollte bei einem Unfall gestorben sein. Aha, und dann ist auch noch komischerweise der Freund gestorben. Was ist, wenn Cid dazugehört? Was ist, wenn Cid der Freund ist, der angeblich starb und dann auch unten gelandet ist und sich nicht mehr erinnern kann? Ich weiß, ich mache hier komische Vermutungen, aber mir schwebt so viel im Kopf herum. Das ist alles schon sehr lange her. Oder so lange. Lange her, für mich sollte es wohl wie gestern, es sollte sich wie gestern anfühlen. So. Das ist alles, ey, ich weiß nicht. So verwirrend, ich habe so viele Fragen und mache hier irgendwelche Vermutungen. Vermuten darf man ja. Ob es richtig ist am Ende, ja, das sehen wir. Könnte ich ein Fenster öffnen? Ich möchte die Welt draußen sehen. Leider nein, draußen ist es sehr kalt und in eurem Zustand. Ich möchte nicht, dass ihr krank werdet. Bitte nur eine Minute, ich habe das Gefühl, hier zu ersticken. Tut mir leid, Majestät, Königin Kai hat befohlen, sie nicht zu öffnen. Hallo, wir können auch befehlen. Er hat sehr deutlich gemacht, dass eure Gesundheit vorgeht. Ja, klar. König Kai macht sich große Sorgen um euch. Ja. Als Tante bin ich für meine Nichten und Neffen aber eine ziemliche Versagerin. Cat, brich aus. Mach etwas. Das geht nicht weiter so. Die halten dich gefangen. Du bist eine Gefangene, mehr nicht. Jesse. Du bist einfach eine Gefangene und mit diesen Aktionen, was sie da machen, leiten die Cat einfach dazu, dass sie irgendwann ausbricht, die Schnauze voll hat, neugierig wird. Das ist ja wohl logisch, oder? Was mit der Spieluhr? Ist die noch da? Ja, die ist noch da. Ich habe komische Geräusche gerade gehört. Ist das Fenster wieder offen? Ich höre merkwürdige Geräusche, oder? Ich habe jetzt gerade Hallos. Was ist da am Fenster, oder? Oder die Tür? Irgendwas ist hier, sind hier komische Geräusche. Sie geht nicht auf. Natürlich sperren die uns hier drin ein. Komisch, ich höre hier so Geräusche, als ob jemand irgendwo rumrüttelt, aber passiert nichts. Erhebe dich und leuchte, meine Königin. Alias. Von wo kam das? Die Spieluhr funktioniert. Was ist, wenn Cid Alias ist? Ich habe so das Gefühl, er spielt noch eine größere Rolle. Wo habe ich dieses Lied nur schon mal gehört? Klingt schön. Erhebe dich. Was bedeutet das? Sollen wir jetzt
versuchen auszubrechen? Sollen wir irgendwas machen, dass wir... Oh. Okay, die Tür ist offen. Wäre es ein Horrorspiel, würde ich jetzt Angst haben. Jetzt können wir uns diese Tür da ansehen. Ein seltsames Gefühl. Es sind Erinnerungen, die dir genommen wurden, Cat. Oder Alua, oder wie sie dich auch nennen. Du heißt Cat. Dusty? Dusty? Das klang wie Dusty. Die sind hier gefangen, die sind hier irgendwo. Die manipulieren uns, die haben uns gefangen. Komm, mach die Tür auf. Das kommt von hier drin. Ich muss wissen, wo führt uns das hin? Raven, sie haben sie gefangen. Ich wusste es, ihr Schweine. Wer? Hey, was ist mit dem schicken Outfit? Raven. Raven? Es tut mir so leid, Raven. Irgendwas stimmte nicht, aber ich konnte mich nicht erinnern. Sie logen mich an. Als wir im Palast am Kar sah ich ein Licht und wurde bewusstlos. Seitdem bin ich hier. Ich wusste doch, dass du mich holen kommst. Raven, es tut mir leid. Wir konnten nichts dafür. Ich hab's gewusst, dass sie uns betrügen und manipulieren, diese Schweine. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ich bin gleich zurück. Bleib hier und sei leise. Ich werde den Verantwortlichen nicht davonkommen lassen. Also das ganze Schloss. Dusty, ich werde die Tür wieder schließen, damit niemand etwas merkt. Ich kann nicht glauben, dass sie Raven und Dusty dort eingesperrt haben. Wenn ich vor 100 Jahren wirklich Königin war, warum tun sie mir das an? Los, Dusty, wir gehen der Sache auf den Grund. Und ihre Emotionen sind wieder da. Das ist unsere Cat. Scheiße. Ich kenne diese Stimme. Alias? Cicero mit Alias? Was tut der denn hier? Steckt Alias etwa hinter dem Ganzen? Er hat mir schließlich gesagt, ich solle die Säule erklimmen. Ich sollte ihnen folgen und herausfinden, was sie vorhaben. Folge den beiden und belausche ihre Unterhaltung. Ich hätte nie gedacht, dass wir sie auf die Art... Okay. Ups. Ups. Okay, da bin ich ja ein bisschen zu schnell rausgegangen. Das tut mir jetzt sehr leid. Tut mir leid. Unser Gespräch ist bestimmt gleich, wenn ich die Maske trage. Das ist Sid, 100 Pro. Das ist Sid, eindeutig. Das ist Sid, Mann. Alias ist bestimmt Sid. Und der ist ja auch komischerweise verschwunden, ne? Jahre sind eine lange Zeit, hat sich verändert. Wir haben uns verändert, ja natürlich. Ist die Form kristallwach? Was für ein Kristall? Von was reden die? Die Frau, meinen die Super Saiyajin-Frau? Die dürfen hier so rumlatschen und wir müssen gefangen sein, ne? Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Die sehen mich ja nicht. Puh, vor 100 Jahren warst du der Einzige, der Königin glaubte. Ich kann mich kaum an dein Aussehen gewöhnen. Mit welchen Namen soll ich dich ansprechen? Ich bin nur ein Alias für eine Person, die nicht mehr existiert. Dann nenne ich dich Alias, alter Freund. Als die Königin zurück war, glaubte ich, dass ich für alles bestraft werden würde. 100 Jahre lebe ich jetzt schon mit dieser schweren Schuld. Ich war bereit, jede Strafe dankend anzunehmen. Du bist weiser geworden. Ich muss die Königin aus ihrem Schlaf befreien. Königin Alua gehört auf den Thron, nicht dieses bösartige Kind. Wow. Was für ein böses Kind? Meint ihr diese kleine Rotzgöre, die uns Tante nennt? Kai wird nicht lange brauchen, um deinen Plan aufzudecken. Du musst vorsichtig sein. Also ist er auf unserer Seite? Ich fürchte nicht mehr um mein Leben. Ich war so ein Narr. Ich habe eine gute Königin gegen ein nörgelndes Kind ausgetauscht. Und meinen einzigen Freund verraten. Ich muss Kais Pläne durchkreuzen. Hilf mir, alter Freund. Oh, jetzt ist so ein kleines Kind hier auch noch so ein Drecksbösewicht. War ja irgendwie, ich hab's gewusst, dieser Blick einfach von dem Kind. Da ist er. Ich hasse Geheimliche. Ich wusste, dieses Kind ist eine Drecksgöre. Der Blick alleine schon.
Der Blick alleine. Wow. Alias ist ein Roboter? Oh, ich will auch so einen geilen Rehhörner. Autsch. Ich wusste, dieser Blick von dieser Göre. Der war immer so psychopathisch. Ich habe das gewusst. Das war einfach ein psychopathischer Blick. Haltet sie durch. Wow. Wie kann ich so unsere Fähigkeiten wieder einsetzen? Machen wir das mal so, damit es schneller geht. Ganz schön viele, ne? Aber gleich nicht mehr. Ich kann also die ganzen Levi hierher holen, auch ganz toll. Autsch. Es ist schon merkwürdig, dass sie weiß sind, ne? Weiße Levi. Komm, dein Hintern ist wund. Wir müssen ihn... Nicht was. Wir müssen erstmal die Levi besiegen. So, warte mal. Er hat uns also doch verraten. Und ihn, uns eingetauscht gegen diese Rotzgöre da. Komm, noch mehr. Wir haben rechts aber, ganz schön viele hier. So, erstmal die hier in der Luft fertig machen, die nerven nämlich besonders. So schwer hier gerade was zu sehen. Aua! Oh, ist so gerade schwierig, was zu sehen. Die da oben nerven einfach. Fuck! Gehen wir jetzt sterben hier. So, der muss weg. Der nervt. Der da oben nervt. Der nervt auch. Und der da oben nervt erst recht die ganze Zeit schon. Weg, weg. So, und jetzt kommst du, mein Freund. Jetzt kommst du. Dein Auge gehört mir. Was ist das jetzt? Oh, es kommt noch ein ganz großer. Das sind so viele. Verdammt, was ist das denn jetzt schon wieder? Weg mit euch! Verpisst euch! Oh, die nerven echt die Viecher. Viel zu viele. So, jetzt kommt der Dicke.
Bam! Oh nein, es ist abgeprallt. Shit, Fettsack. Vor allem, die sind alle weiß. So, wartet. Ich muss erstmal gucken, wo dieses Kackauge ist. Fertig oder ist hier noch ein Auge? Okay, wir haben es geschafft. Reicht es jetzt mal? Wir müssen ihm retten oder helfen irgendwie. Oh. Königin Alua, wenn ich doch alles ungeschehen machen könnte, würde ich... Sie sollten lieber es nicht sagen, Xixero. Ich glaube, er stirbt. Großer Schöpfer, bitte weist Alua den Weg. Schöpfer? Oh mein Gott. Da ist wirklich die Super Saiyajin-Frau drin. Gehemmt durch die fehlende visionäre Kraft dieser furchtbaren Welt. Wir sind uns so ähnlich, du und ich. Du hast die Macht, alle Regeln zu brechen. Ich gewähre dir hiermit deine Freiheit, Elektrizite. Der Name! Gemeinsam werden wir eine neue Welt aus der Asche der Alten erschaffen. Oh mein Gott. No! Die wird mein Endboss. 100 pro. Wer bist du jetzt? Wer sind die alle? Oh Gott, ist gruselig. Ist das nicht dieser komische Junge, dem wir schon mal begegnet sind? Sid? Irgendwas. Es war doch klar, dass er kommt. Okay, wir sind jetzt schon bei Episode 23. Was ist passiert? Lange nicht gesehen, Raven. Du? Du und das andere Wesen seid einst durch Schicksal geteilt, zur Trennung verdammt. Dadurch wurden viele unerwartete Probleme verursacht, aber im Moment könnte es sich als unerwarteter Segen erweisen. Wer bist du? Du kennst mich. Sachiya, erinnere dich. Sachiya? Was? Okay. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Die Welt geht unter! Wow, Anemonen, so viele von den Kackdingern? Die Welt geht echt unter. Du bist das. Jetzt steht alles auf dem Spiel. Der König der Elektrizite auf Hixwe losgelassen. Wenn dem König etwas in die Quere kommt, hat Elektrizite mehr als genug Macht, um es aus dem Weg zu räumen. Du bist einer von ihnen. Wie Gate und Cyaneva. Ich bin nur ein Diener, der seine Pflicht erfüllt. Indem er die Probleme beseitigt, die diese Welt belasten. Busquets. Sie muss sich den Dingen stellen, die ihren Ursprung vor 100 Jahren hatte. Da muss ich ihr die nötige Zeit verschaffen. Bis Alua. Cat hat sich erinnert, wer sie wirklich ist. Bist du alles, was dazwischen der Welt... Was? Bist du alles, was zwischen der Welt und Elektrizität steht? Okay. Ist lange her, Cat. Bist du das? Wo bist du? Unwichtig. Wichtig ist nur, dass du in Sicherheit bist. Nur das zählt. Ich bin zwar hier, aber gleichzeitig eben auch nicht. Was meinst du? Du hast den Schöpfer gehört. Das hier ist der Rand einer Dimension zwischen Dimensionen. Schöpfer? Du meinst den kleinen Jungen? Er ist derselbe Junge, der mich in Hixwe gerettet hat. Er hat diesen Ort erschaffen. All die Dinge, die noch entstehen, alle, die verloren sind. Sie sind hier, obwohl sie nicht existieren. Deshalb ist das hier der Rand. Warum musstest du die Dinge so schrecklich kompliziert machen? Es ist wichtig, dass du es verstehst. Du musst dich an Aluas Existenz erinnern. Alua? Was soll ich mit der öden Erinnerung der Königin? Akzeptiere die Vergangenheit, sonst wirst du nie dein wahres Selbst werden. Eröffne dir mit deiner Macht einen Weg und beschreite ihn. Deine Erinnerung kehrt zurück. Ich werde auf dich warten, 100 Jahre zuvor an dem Ort, wo alles begann. Warte, lass mich nicht allein! Das sieht Zit ähnlich, einfach abzuhauen ohne Erklärung. Also kennen wir ihn schon. Wir kennen ihn von vor 100 Jahren. Irgendwas war da. Ist jetzt nur die Frage, was? Jetzt sind wir hier in irgendeiner Welt. Diese Super Saiyajin-Tante macht jetzt alles kaputt.
Die Leute sterben und wir eiern hier in irgendeiner Zwischenwelt herum. Na gut. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann wieder am nächsten Part. Das zieht sich echt hin. Schaltet dann wieder ein und bis dann.